Moin Moin, mein Name ist Sebastian und herzlich willkommen zum vierten Teil vom Designertisch. Wie ihr sehen könnt, ist der fertig und ich möchte heute mit dir die letzten Schritte durchgehen. Den Tisch kürzen, den Tisch ölen und natürlich das Tischgestell bzw. die Füße anschrauben. Ja, wie du das machen kannst, das erfährst du alles in diesem Video. Ich würde sagen, bleib dran und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Bis gleich. Und für alle diejenigen, die Teil 1, 2 und 3 verpasst haben, unten in der Videobeschreibung findest du eine Playlist. Da findest du nochmal alle Teile genau aufgelistet. Und für die, die jetzt sagen, ja toll, ich habe keine Kreissäge, ich habe keine Kappsäge, ich habe keine Handkreissäge, ich habe keinen Dickmobel und so weiter und so fort. Das Tischgestell wird mir zur Verfügung gestellt. Links dazu findest du auch unten in der Videobeschreibung. Und die Tischplatte, die könnt ihr euch auch fertig kaufen, wenn ihr möchtet. Da müsst ihr letztendlich nur, ihr braucht dann nur einen Akkuschrauber, einen Holzbohrer und ein Bit. Und dann könnt ihr das Ganze auch selber zusammenbauen. Nur als kleiner Tipp für diejenigen, die jetzt gerade anfangen mit der Bastelei, so wie ich auch damals. Und für alle Neulinge, bitte abonnieren, der Abo-Button findest du hier unten und natürlich dem Video einen Handwerker-Daumen nach oben geben, damit alle wissen, ja, das Video ist sehr hilfreich gewesen und es hat dir oder euch gefallen. So, und jetzt fangen wir an. Hier ist unsere fast fertige Tischplatte. Nach dem Leimvorgang, wie bereits im letzten Video erwähnt, solltet ihr den Leim wirklich gründlich abwischen. Wenn euch das nicht so gelingt wie mir, könnt ihr euch ganz vorsichtig versuchen, mit einem Hobel das Ganze zu entfernen. Schleifgerät ist wirklich die allerletzte Möglichkeit, weil ihr wirklich ganz, ganz viel Schleifpapier dabei drauf geht. Oder ihr nehmt einfach eine Ziehklinge. Das kostet einen Zehner ungefähr und die fungiert wie so ein scharfes Eisen. Das ist ja eine Klinge, ein scharfes Eisen, was ihr dann über das Holz rüberziehen könnt. Und somit könnt ihr dann auch wunderschön die Leimreste entfernen. Im Anschluss wird das Ganze geschliffen und da ich einen Fehler gemacht habe, beziehungsweise die Bohlen doch nicht so perfekt in einer Flucht waren, weil meine Druckzulagen aus Holz, die musste ich wirklich jetzt austauschen durch welche aus Metall. In der Mitte konnte ich leider nicht richtig Druck zugeben, deswegen hatte ich einen ganz kleinen Versatz. Müsst ihr das Ganze, also ich empfehle es euch, mit einem Bandschleifer das Ganze dann schön plan zu schleifen und das dauert wirklich sehr, sehr lange, weil ihr dürft natürlich jetzt nicht nur die unebene Stelle glatt schleifen, sondern ihr müsst die komplette Fläche schleifen. Wenn ihr das nicht macht, habt ihr so einen Wellengang in der Bohle und das will ja keiner, ne? Beziehungsweise in der Tischplatte. Also Bandschleifer kann ich euch empfehlen. Da habe ich mit 120er angefangen und mich dann hochgearbeitet bis 180. Danach habe ich die komplette Fläche bzw. mit Kanten mit meinem Exzenterschleifer geschliffen. Das ist der neue, also den ich mir neu zugelegt habe. Das ist der GEX 125-150. Das Besondere daran, könnt natürlich hier den Industriesauger von Bosch anschließen oder auch andere Staubsauger. Wir können die Teller abschrauben. Für 125er Blätter und einer für 150 ist dabei. Das ist halt das Tolle. Ich habe jetzt hier mit 150er gearbeitet und dann mit Schleifpapier. Mit was habe ich angefangen? Ich glaube mit 120 und danach mit 220er. Die Fläche ist jetzt fertig und wir könnten theoretisch loslegen und den Tisch auf Länge sägen, aber ich hatte natürlich noch mal ein, zwei Äste drin und da war ich mir unschlüssig, ob ich das so lasse. Ich habe die letztendlich zugespachtet, weil es ist ja letztendlich ein Esstisch und wenn da Krümel reinkommen, ist das ziemlich nervig oder ärgerlich und das setzt sich dann fest über die Zeit. Deswegen habe ich das Ganze mit einem Zwei-Komponenten-Spachtel gespachtelt. Ganz, ganz einfach. Das Mischungsverhältnis ist, glaube ich, 1 zu 10. Da habt ihr so einen weißen K2, wie nennt das? Ein Härter, genau. Einen weißen Härter und den Spachtel, das vermischt ihr dann miteinander und drückt den Spachtel förmlich rein und ihr spachtelt ein bisschen mehr, so dass ihr eine kleine Wulst habt und dann lasst ihr das Ganze trocknen. Zwei Komponenten Härter oder Spachtel härtet ziemlich schnell aus. Ich habe es dann am nächsten Tag nochmal dann übergeschliffen, schön plan und wir haben jetzt keine Delle oder sowas. Wenn man meistens zu wenig spachtelt, dann hat man eine kleine Delle, ist natürlich doof, dann muss man nochmal nachspachteln. Das kostet dann umso viel oder umso mehr Zeit. Ja, und jetzt können wir uns eigentlich darum kümmern, um den Tisch zuzuschneiden und dafür nehme ich natürlich meine
neue Tauch- oder Handkreissäge, die ich mir zugelegt habe. Damit habe ich auch die Bohlen zugeschnitten. Das Video werde ich dir hier oben mal verlinken. Und hier ist sie, meine Tauchkreissäge, besser gesagt Handkreissäge. Das Schöne daran, die hat einen Spaltkeil und die ist extra für so Massivholz ausgelegt. Passend dazu nehme ich natürlich meine Führungsschiene, die auch für meine alte Tauchkreissäge passt. Die lege ich mir hier an. Natürlich ist es jetzt ein bisschen doof, dass ich mein Zubehör, das liegt nämlich jetzt nicht in der Werkstatt, das könnte ich nämlich ganz gut gebrauchen, meinen Industriesauger und meine zwei Zwingen, um das zu befestigen. Aber die ist ja wirklich sehr, sehr fest. Zu Hilfe nehme ich jetzt nochmal einen 90-Grad-Winkel, sprich halte mir das Ganze hier ran, damit ich ganz grob überpeilen kann, dass das wirklich ein 90-Grad-Winkel ist, weil wir sollen uns, oder das täuscht manchmal der Überschnitt, und dann setzt der übertrieben jetzt die Schiene so an und dann ist der Tisch am Ende schief. Ne? Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, und dann legen wir los mit dem Sägen. Tipp von mir, langsam sägen. Nicht zu langsam, sonst verbrennt das Holz, aber auch nicht zu schnell, sonst reißt das Ganze aus. Aber ausgebranntes bzw. so kleine Brandspuren kann ich mal wegschleifen. Wenn was ausgefranst ist oder ausgerissen, ja, muss ich es wahrscheinlich dann spachteln. Das sieht dann nicht so schön aus. Schaut euch mal die Schnittkante an. Ich habe gerade, musste ich leider nochmal nachsetzen. Wie gesagt, ich empfehle euch die Führungsschiene wirklich mit zwei Schraubzwingen. Dadurch ist das ein bisschen verschoben. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier sieht man ganz leicht das Kreissägeblatt, wie es ausgelaufen ist. Deswegen habe ich nochmal nachgeschnitten und guck mal, wie hauchdünn das Ganze ist. Und hier sind keine Ausrisse, nichts. Das ist richtig toll. Und das muss ich jetzt auch anmerken, das ist das erste Blatt. Also ich habe damit wirklich jetzt 5 oder 6 Bohlen aufgetrennt und jetzt einen Querschnitt gemacht. Ist ein wirklich sehr, sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Also ich bin wirklich begeistert. Und im Anschluss wird jetzt die Tischoberfläche geölt. Natürlich beidseitig, einmal unten und oben werde ich die zweimal ölen. Wie man ölt, dazu gibt es, glaube ich, 2 oder 3 Videos. Ihr könnt sogar Öl einschleifen. Ich werde euch die alle unten in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr euch das mal separat anschauen. Da gibt es natürlich einige Dinge zu beachten. Und danach habe ich das Ganze ganz, ganz vorsichtig und mit Mühe und Not auf meine Werkbank gelegt. Natürlich eine Decke drunter. Das wäre nämlich jetzt fatal, dass jetzt hier irgendwie Macken reinkommen, weil die Oberfläche ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Und ja, dann geht es eigentlich los mit den Füßen. Ich habe mich für Edelstahlkufen entschieden, Tischbeine kann man sagen, von Natural Goods Berlin. Den Instagram-Account werde ich auch unten verlinken, sowie auch die Füße. Vielen, vielen herzlichen Dank nochmal, dass ihr mir die Füße zur Verfügung gestellt habt. Und die sind wirklich sehr, sehr gut eingepackt. Schrauben sind dabei, Klebepads sind dabei. Also die haben wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Sortiment zum Thema Tische, Tischbeine und so weiter und so fort. Schaut mal vorbei. Die Möbelfüße habe ich mir dann platziert. Ausgemessen, ganz, ganz wichtig, dass ihr es wirklich akkurat macht. Ansonsten steht nachher so ein Gestell schief. Und dann müsst ihr das Ganze vorbohren mit einem Holzbohrer. Ein Holzbohrer ist nichts anderes als ein Bohrer mit 3 Vorschneiden. Den erkennt ihr daran. Ich werde euch auch unten mal in der Videobeschreibung einen Satz verlinken, den ich immer ganz, ganz gerne verwende vom Pharmark. Die sind wirklich sehr, sehr scharf und hochwertig. Und dann müsst ihr das Ganze vorbohren. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, welche Größe denn? Also ich nehme immer von der Schraube, nicht das äußerste Maß vom Gewindegang, sondern das innere. Und da ziehe ich meist noch mal 0,5 mm ab und dann bohre ich das Ganze vor. Und ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr nicht komplett durchbohrt. Das wäre nämlich natürlich sehr, sehr ärgerlich. Nachdem wir das Ganze vorgebohrt haben, schrauben wir das Ganze fest. Die Schrauben sind, wie gesagt, im Lieferumfang enthalten, beziehungsweise müsst ihr dann auswählen. Und ja, und dann war es das in der Regel. Den Tisch wieder runter. Natürlich so alleine ist das ziemlich schwer. Ich, zusammengebrochen bin ich nicht, aber ich hatte ganz schöne Angst, dass der Tisch mir irgendwie aus den Händen rutscht und dann zack auf den Boden knallt, weil ich habe mit meiner Schulter, die macht irgendwie so ein paar Probleme. Ich habe irgendwie, egal. Auf jeden Fall fehlt mir an der linken Seite so ein bisschen Kraft und da hatte ich so ein bisschen Angst gehabt,
Nein, das ist keine Ausrede, das ist so. Könnt Steffi fragen. Und da habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass mir das Ganze runterkracht. Aber letztendlich steht der Tisch und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Recht einfach, in Anführungsstrichen. Und übrigens ist der Tisch nicht für mich. Ich werde ihn jetzt gleich wieder zerlegen und wegbringen. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Und ja, ich habe eigentlich alles schon erwähnt. Alle Teile findest du direkt unter dem Video verlinkt. Ganz, ganz wichtig, wenn du zu Hause einen alten Tisch hast, den du aufarbeiten möchtest. Darüber gibt es auch ein extra Video von uns, beziehungsweise von Steffi und mir. Das werde ich dir mal hier verlinken und hier den Abo-Button, wenn du noch nicht abonniert hast. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachbauen. Und ja, wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Ciao. So, du kleiner Tisch.